Wer jeden Samstag am Platz steht, kennt das. Wenn da eine russland-deutsche Mannschaft spielt oder eine türkische Mannschaft spielt, da fällt schon mal das ein oder andere blöde Wort. Und wir wollten das mal ausprobieren, ob es nicht gelingen kann, durch Sport, durch Breitensport mit Kindern, Eltern und jungen Erwachsenen dafür ein besseres Kennenlernen zu sorgen. Fußballer aller Herren Länder spielen gemeinsam, haben Spaß und gehen fair miteinander um und lernen voneinander. Das ist der Anfang vom Jetzt, der Beginn deines Lebens. Alles auf Anfang gesetzt, alles und alles. Und jetzt kommst du, du bist allein, du bist die Hoffnung deiner selbst. Und dir wird klar, dass dein Leben reiner Zufall war. Wir arbeiten, weißen Sie ja schon, seit vielen, vielen Jahren für Kultur und versuchen, möglichst viele Akteure zusammenzubringen, zu vernetzen. Also ich fand es mit dem Interkulturellen sehr schön, also interessant. Fußball verbindet, meiner Meinung nach, mehrere Länder und man versteht sich auf dem Platz. Es geht nicht um Politik, es geht um gar nichts. Es geht nur um Fußball, rein um Fußball und Freundschaften schließen. Du hast die Welt noch vor dir, eine Welt der Entscheidung. Jeder Tag zeigt sich dir als ein neuer Weg zum Ziel. Du bist allein, du bist die Hoffnung deiner Welt. Und dir wird klar, dass dein Leben reiner Zufall war. Und hier kommt das Licht aus deinem Herzen mit einem Mal. Und was ich auch sehr schön fand, dieses ganze Sponsoring drumherum, dass sich Banken auch für die Jugend einsetzen. Das war super top. Und für uns ist nach wie vor die Jugendarbeit das Wichtigste. Und hier können wir, denke ich, unser Geld gut unterbringen. FC Internationale! FC Internationale! Berlin! Ja, Fairness, Fußball, Spaß und Toleranz. Sportlich, lustig, viele Kinder. Engagement, Action, Verständnis und sicherlich Freude. Super, mega, super, geil.